wohnst du? Das ist die erste Frage, liebe Schwestern und Brüder, die Jünger des Johannes, als sie Jesus zum ersten Mal erlebt, gesehen haben, als ihr Meister Johannes auf diesen Messias hinweist, der da am Jordan auftaucht, um sich taufen zu lassen, die so fasziniert und angetan von ihm sind, dass sie ihm gleich nachgehen. Das ist die erste Frage, die diese Jünger stellen. Wo wohnst du? Und wenn Jesus ihnen antwortet, kommt und seht, dann merken wir, wenn der Evangelist sagt, sie blieben einige Stunden bei ihm, dass das noch nicht beantwortet ist. Wo wohnst du, liebe Schwestern und Brüder, ist eine Schlüsselfrage für das ganze Johannesevangelium, das wir in diesen Tagen, eigentlich seit der Fastenzeit, so oft jeden Tag hören. Wo wohnst du, Herr? Kommt und seht. Das gilt ja nicht nur für diese beiden Jünger, sondern es gilt seit jeher für alle, die an Jesus glauben wollen. Kommt und seht. Geht mir nach. Das ist die große Einladung, wie wir sagen, zur Nachfolge Jesu. Kommt und seht. Wir haben einen Vorteil gegenüber diesen beiden ersten Jüngern. Wir wissen schon, wo Jesus wohnt. Der Evangelist sagt es in seinen ersten Sätzen im Evangelium. Er, der am Herzen, oder man könnte auch sagen, im Schoß des Vaters wohnt, er hat Kunde gebracht. Das ist also die Heimat Jesu. Und damit ist klar, das ist unser Ziel. Das Herz Gottes, der Schoß des Vaters. Dort sollen auch wir ruhen. Alles, was Jesus sagt, tut, was er erleidet, was er erlebt mit seinen Jüngern, dient, diesen Weg frei zu machen, dass wir dieses Ziel sehen und immer neu in den Blick nehmen. Das ist das Ziel der Nachfolge Jesu. Herr, wo wohnst du? Auch wenn wir es wissen, liebe Schwestern und Brüder, fällt uns ja der Weg der Nachfolge nicht leichter als diesen beiden und den anderen Jüngern und Aposteln, die Schritt für Schritt in dieses Geheimnis Gottes hineingeführt werden. Und der Evangelist verschweigt es nicht, wie viel Unverständnis, wie viel Missverstehen, wie viel Bockigkeit es auch auf Seiten der Apostel gibt, sich auf diesen Weg mitnehmen zu lassen, wirklich zu erkennen, wo Jesus wohnt, wo er wirklich zu Hause ist. In der letzten Stunde seines Lebens, hier am letzten Abend seines Lebens, in dieser ganz besonderen Stimmung, nachdem Jesus ihnen die Füße gewaschen hat. Aus dieser langen Rede ist unser Abschnitt heute entnommen. Und auch da immer wieder die Einführung, als hätten sie es am Ende immer noch nicht verstanden, wo Jesus wohnt, wo er zu Hause ist. Philippus sagt, Herr, zeig uns den Vater. Jesus sagt, wie kannst du so etwas sagen? Nach all den Stunden und Jahren des Zusammenseins. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Auch in dem Abschnitt heute. Wenn Jesus sagt, ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen, dann klingt an, dass eigentlich hier der Vater spricht. Den Jüngern ist der Vater genommen, deshalb werden sie zu Waisen. In diesen kleinen Bemerkungen, die so groß sind, leuchtet auf, wenn Jesus sagt, ich und der Vater sind eins. Das haben die Jünger damals so schwer verstanden und auch heutige Theologengenerationen scheinen es so schwer zu verstehen, die immer wieder darum bemüht sind, einen Keil zu treiben. Jesus, ja, ein Mensch, ein Lehrer, ein Besonderer vielleicht, aber mit Gott, na ja, da sind dann doch große Unterschiede. Nichts hat man verstanden, wenn man so denkt. Und man verlässt den Weg der Nachfolge Jesu. Man findet nie dorthin, wohin wir gelangen sollen, in das innerste Geheimnis Gottes. Jesus will genau diesen Weg für uns freimachen. Herr, wo wohnst du? Die alten protestantischen Choräle, die wir teilweise auch im Gotteslob haben,
die sind gerade in der Osterzeit ein wenig kernig. Da ist immer davon die Rede, und das kommt uns heute oft fremd vor, der Hölle, Tod und Teufel überwand. Da geht es gleich richtig zur Sache. Da kommt jedes Mal so ein großer Brocken geflogen, schon in der ersten Liedzeile. Das kommt uns abstrakt vor. Es ist aber eigentlich ganz konkret. Weil all das gibt es ja auch in uns. Das Evangelium heute zeigt uns einen Weg, wo Jesus wohnt, wo er wohnen will. Nämlich in uns, mit dem lebendigen Gott. Wir sagen das immer, wir erfahren das in der Taufliturgie. Wir konnten es ja auch in dieser Osternacht erfahren, während einer Erwachsenentaufe, oder hören es immer wieder. Durch den Heiligen Geist hat, indem wir in Christus hineingetauft werden, in seinen Tod, der lebendige Gott, der Vater, in uns Wohnung genommen. Er bewohnt uns. Herr, wo wohnst du? Diese Frage muss angesichts dieser Erkenntnis absurd erscheinen. Er wohnt doch in dir. Erkennst du es nicht? Nein, liebe Schwestern und Brüder, wir erkennen es oft nicht, weil eben alles das, was die alten Choräle besingen, Teufel, Tod, Hölle, das sind alles riesige Brocken, die vor unserem Herzen liegen, wie große Steine vor dem Grab am Ostermorgen. Es ist Christus, der sie wegräumt, damit der Weg frei ist. Gott überwindet diese Steine. Aber ob wir sie freiräumen können von unserem Herzen? Wie kann das geschehen? Jesus sagt am Beginn: Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Das ist eine nüchterne Lektion, die wir Menschen im Johannesevangelium zu lernen haben, gerade wenn es um die Liebe geht. In einer neueren Untersuchung, erst vor einem Jahr erschienen, hat ein Neutestamentler einmal das statistisch aufgelistet, wenn von der Liebe im Johannesevangelium die Rede ist. Ein viel gebrauchtes Wort, ein schön klingendes Wort. Aber die Statistik ist sehr, sagen wir, frustrierend für uns. Wenn von der Liebe die Rede ist, dann liebt Gott, der Vater. Der Vater liebt den Sohn, der Vater liebt die Jünger und der Vater liebt die Welt. Und dann ist vom Sohn die Rede. Der Sohn liebt den Vater, der Sohn liebt die Jünger. Und der Mensch? Der Mensch, so heißt es im Johannesevangelium, liebt die Finsternis. Und er liebt Gott nicht. Eine ganz nüchterne Feststellung. Nun können wir sicher die ein oder andere Ausrede haben und sagen, naja, aber jetzt so schlimm, so scharfkantig würde ich das jetzt nicht unbedingt formulieren. Aber wir merken schon, wenn wir so weichgespülte Ausreden formulieren, dass es eigentlich stimmt. Darin liegt aber zugleich der Weg der Rettung und der Erlösung. Wir sind also auf Gottes Liebe angewiesen. Und wenn wir diese Liebe nicht aufbringen, bleibt uns der Weg der Gebote, von dem Jesus spricht. Herr, wo wohnst du? Jesus geht weg, das sagt er seinen Jüngern. Aber er bleibt doch gegenwärtig in den Jüngern, sobald sie den Heiligen Geist empfangen haben. Sobald sie mit dieser Gabe von oben beschenkt sind, wohnt Gott in ihnen, in uns, in den Getauften. Und das heißt, dass es unsere Aufgabe ist, die Gegenwart Gottes deutlich zu machen, sie erkennbar zu halten. Ich habe den Eindruck, dass wir immer noch in dieser Fragekurve sind: Wie können wir uns, wie kriegen wir den Anschluss an die moderne Welt? Das kann man fast in jeder Publikation, etwa über das letzte Konzil, lesen.
Dort hat die Kirche den, sozusagen den Stecker gefunden, der auf die Anschlussbuchse von der modernen Welt passt. Nur gehen wir immer noch mit einem Stecker hausieren und die Buchsen wurden lange ausgetauscht, weil das so schnelllebig ist, jedes Jahr eine neue. Wie bei den EU-Normen kann man gar nicht nachhalten, was alles geändert wird. Da kann man diese Glühbirne nicht mehr benutzen und die Gurke ist zu kurz oder nicht lang genug. Ist es wirklich unsere Aufgabe, anschlussfähig an die sogenannte moderne Welt zu sein? Was daran sicher richtig ist, dass wir die Gegenwart Gottes bezeugen sollen in uns und in dieser Welt, je und je, dort, wo wir sind, wo wir leben und genau in dieser Zeit, ob die uns jetzt mit allen Dingen passt oder nicht, das ist richtig. Aber das heißt doch nicht, dass wir verwechselbar werden sollen mit der modernen Welt. Man kann den Beobachtungen der letzten Woche von Kardinal Schönborn in Wien etwa nur zustimmen, wenn er sagt, man muss sich gerade schämen, wie dekadent Europa geworden ist. Man muss sich schämen vor den Einwanderern in unserem Land, auch vor den Muslimen. Was wir plakatieren, wie wir leben oder sobald es warm wird, wie wir über die Straße gehen. Unbeschreiblich. Man muss sich schämen. Eine Dekadenz, wie sie im untergehenden Römischen Reich war. Und dort, sagt dieser Kardinal, war das Christentum die prägende Kraft, das Beste aus dieser Gesellschaft mitzunehmen und die neu ankommenden Völker entsprechend zu prägen und eine Zukunft zu gestalten. Sind wir das, liebe Schwestern und Brüder? Sind wir solche Christen, die erkennbar sind, weil sie die Gebote Jesu halten und nicht aus einem langweiligen Formalismus heraus, sondern weil sie wissen, Gott ist gegenwärtig in mir. Herr, wo wohnst du? Darauf können wir eine Antwort geben. Du wohnst in mir. Deine Gegenwart in dieser Zeit, in dieser Welt bin ich. Wenn eine der führenden feministischen Theologinnen in der letzten Woche sagt, eine deutschsprachige Frau Schüssler-Fioranza, die Kirche hat immer noch nicht verstanden, um was es geht. Auch der Papst jetzt mit seiner Armut und das ist auch eigentlich alles noch ein Modell von gestern. Solange die Kirche etwa nicht in den Fragen der Abtreibung und der Empfängnisverhütung entsprechend ihre Position ändert, ist sie immer noch nicht in der Moderne angekommen. Dann schüttelt man doch irgendwie den Kopf. Und man kann nur mit dem Bischof von Regensburg sagen, Christen, wenn sie die Gebote Jesu halten, sind Lobbyisten des Lebens. Und zwar in jeder seiner Phase. Von der Zeugung an bis zum Tod. Egal unter welchen Umständen und wie langsam, manchmal auch quälend er erfolgt. Lobbyisten des Lebens. Das ist so etwas, das Gebot Jesu in dieser Zeit, in dieser Welt zu leben. Wenn wir nicht erkennbar sind, liebe Schwestern und Brüder, wenn wir es so machen wie alle anderen, auch sonntags, natürlich, jede und jeder von uns könnte auch den Vormittag anders gestalten. Und viele erliegen dieser Versuchung. Ja, wir brauchen doch einmal Zeit miteinander. Plötzlich entdeckt man die. Eine ganze Woche, aber es muss der Sonntagvormittag sein. Das Gebot Jesu zu halten, und Papst Franziskus ruft das immer wieder in Erinnerung, dass man nicht Christ sein, nicht glauben kann ohne die Gemeinschaft der Kirche. Also ohne, dass wir zusammenkommen, ohne, dass wir Gottesdienst feiern, ohne, dass wir uns hier treffen. Nicht nur einfach als Meeting, sondern weil uns hier bewusst wird und weil wir den neu in uns aufnehmen, der uns belebt, der uns bewohnt. Wenn das alles gleichgültig ist, wenn wir verwechselbar werden, und nicht mehr auffallen, geben wir kein Zeugnis. Und dann können wir jener Liebe nicht entsprechen, die uns immer voraus ist, die uns einholt, die wir selber so schlecht zustande bringen, vielleicht oft gar nicht zustande bringen, die uns aber immer wieder erreicht und uns berührt, uns beschenkt. Nehmen wir das heute mit, liebe Schwestern und Brüder. Dass der lebendige Gott in uns Wohnung genommen hat. Dass wir diese Frage der ersten Jünger, Herr, wo wohnst du?
klar beantworten können. Und auch wenn uns das schwerfällt, das anzunehmen, zu sagen, Gott wohnt in mir, dann entdecken wir vielleicht auch die Hindernisse in uns und versuchen sie ein Stück zur Seite zu rücken, damit wir erkennen, was uns geschenkt ist. Gottes Liebe. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer mich aber liebt, wird von meinem Vater geliebt werden. Und auch ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren.